Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Wasteland 2. Wir sind immer noch auf der Suche hier nach unseren beiden Funkturmen. Also wir sind jetzt hier am ersten Funkturmpunkt angekommen. Da kommt doch gerade Funkspruch rein. Well, let me tell you, Matthias is war, friend. Matthias is war is vengeance. And soon, Matthias is war will stretch all the way to Arizona and kill those so-called upholders of justice, the Desert Rangers. Da wollen die hier die ganzen Desert Ranger umhauen, das geht aber gar nicht. So, also wir sind jetzt hier an dem Funkturm. Wir hatten schon in der letzten Folge den beiden Funkverstärker gefunden. Damit müssen wir uns jetzt auf der, mein Gott, Entschuldigung, auf der Suche nach dem den Funkturm Türmen machen, so schweres Deutsch. Die sind, da haben wir aber die Anhaltspunkte noch nicht gefunden. Da befindet sich der eine im Agrarzentrum und der andere im Highpool. So, da müssen wir uns allerdings erstmal, so Blödsinn, was ich gerade erzählt habe. Wie ihr hier seht, wir sind hier am Funkturm. Hier unten ist das Agrarzentrum. Hier unten befindet sich der Highpool. So. Da werden wir uns gleich erstmal zum Agrarzentrum aufmachen. Hier oben haben wir noch das Gleisnomadenlager. Aber jetzt werden wir erstmal schauen. Jetzt haben wir hier am Funkturm ein Transistorradio. Level Up haben wir auch, aber da komme ich gleich zu. Jetzt werde ich mal hier. Also jetzt kommen wir mal hier zu einer Geschichte mit diesen Computerwissenschaften von der werten Hex. Können wir jetzt hier versuchen, das Transistorradio abzunehmen? Bei 92% gelingt es im Normalfall. Ja, ist auch, hat auch funktioniert. So, und jetzt werden wir, achso, jetzt werden wir erstmal schauen. Also wir haben, wie gesagt, ein Level Up. Ach, und jetzt kommt hier eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr hier ein Level Up habt, heißt so ein Sternchen. Ist, es steht auch extra, aber ich sag's trotzdem nochmal, immer hier oben den rechts den Funkspruch aktivieren. Dann wird quasi das Level Up, wenn ihr so wollt, freigeschaltet, wie ihr da jetzt auch seht. So, und jetzt können wir hier natürlich sehr schön, jetzt hatten drei Leute ein Level Up, ist natürlich hervorragend. So, und dann schauen wir mal für unseren Scharfschützen. Da werden wir jetzt erstmal, also ich werde jetzt vorrangig, werde ich jetzt hingehen und hier die drei, würde ich jetzt mal sagen, Hauptskills der jeweiligen Leute erstmal versuchen hoch zu pushen. So, und da seht ihr, hier brauchen wir für den nächsten Fertigkeitspunkt brauchen wir 2 Punkte. So, ich werde jetzt aktuell, ach so, hier und das Waffenschmieden, ja, das werde ich später machen. Da kann man dementsprechend seine Waffe modifizieren mit sehr, teilweise sehr nützlichen Sachen. Also da gibt es alles Mögliche von Taschenlampe bis Anti-Fehlfunktionsverstärker, sage ich mal, oder Plus-Trefferchance. All so eine Klamotten gibt es da. Ich werde jetzt hier natürlich erstmal auf Scharfschützengewehr gehen, weil das gibt mir dann hier jetzt nochmal. Da habe ich jetzt insgesamt 60% Basistrefferchance und 12% auf Crit. Also das ist schon, denke, ist, finde ich momentan das Sinnigste. Oh, das habe ich vergessen zu bestätigen, Entschuldigung. Also nochmal Scharfschützen. Bestätigen solltet ihr natürlich auch, klar, sonst schreit euch an. Dann haben wir unsere Technikerin. So, jetzt, ja, da kann man jetzt natürlich gucken. Also ich werde jetzt hier vorrangig erstmal auf jeden Fall auf Computerwissenschaften gehen, ganz klar. Denn da könnt ihr umso höher die Herausforderung, also ihr könnt dann dementsprechend an höherstufige Sachen ran und auch höherstufige Sachen auseinandernehmen. Und dann gehen wir erstmal noch, ja, jetzt muss ich gerade wirklich überlegen, ich glaube, ich werde hier erstmal noch auf Wahrnehmung gehen. Kann ich nicht. Ach, da benötigst du wieder 3 Punkte.
Nee, ich habe mich nur verdrückt. Okay, gut, alles in Ordnung. So, Muni ist voll. Oh, dann kommen wir noch zu unserem Sanitäter hier. Ja, da werde ich natürlich, ist glaube ich nachzuvollziehen, vorzugsweise erstmal hier die Heilskills hochballern. Auch wenn er mit einer Einhandwaffe rumhat. So, jetzt haben wir noch einen Punkt über, aber den werde ich jetzt erstmal offen lassen. Denn ich habe, wer bisher die Folgen hier sich angeschaut hat, ich habe hier bereits einen Punkt in Führung bei meinem Melee. Dadurch, da kriegen die so einen kleinen Schub, also der bewirkt halt, dass die Trefferwahrscheinlichkeit um 2% erhöht ist bislang so. Und das könnt ihr dann dort hochskillen. Hier seht ihr es, wir haben hier dann am Ende sind es 20%, also das ist natürlich eine Hausnummer, plus 20% Trefferwertigkeit ist schon ordentlich. Da müsst ihr natürlich erstmal ziemlich hoch im Level steigen, ist auch klar. So, und jetzt werden wir mal schauen, dass wir hier, also ich werde mich jetzt zuerst mal hier noch ein wenig umschauen, ob es hier vielleicht noch irgendwas Interessantes gibt. Achso, jetzt habe ich natürlich noch eine kleine Info. Ich hatte in der letzten Folge schon erwähnt, ich werde mich nochmal schlau machen, wie es nochmal funktionierte mit der Schaufel. Also ihr bekommt am Anfang, direkt nach der ersten Quest, nach dem ersten Questgeber liegt eine Schaufel. Ist ein ganz wichtiger Bestandteil in diesem Spiel. Denn, wie ich schon erwähnt hatte, so Sachen wie Munition sind hier sehr rar. Und ihr habt des Öfteren mal so Erdhaufen rumliegen. Und wie ihr hier sehen könnt, ich habe jetzt die Schaufel hier bei meinem Melee ausgerüstet, auf der 2. Und da könnt ihr halt, habt ihr des Öfteren eigentlich Glück, dass ihr Munition drin habt. Oder auch Zutaten, irgendwelche Baumaterialien. Also da kann wirklich alles Mögliche drin sein. Deswegen Schaufel ist ein absolutes Muss. Geht nicht ohne Schaufel vor die Tür, kann ich euch sagen. So, und jetzt werden wir uns, wie gesagt, wir werden uns jetzt mal noch hier ein bisschen umschauen, bevor ich jetzt wieder mich zu der eigentlichen Quest begebe. Wie gesagt, das solltet ihr auch, ist empfehlenswert, hier alles nachzuschauen. Ja, hier bin ich schon gewesen, okay. Man weiß nie, was hier so in den Engen rumliegt. Achso, und mit der Schaufel ging eigentlich ganz einfach. Ich kann das, ich zeige euch das mal kurz, weil ich habe mich da letztes Mal ein bisschen vertan. Ihr könnt eigentlich so ziemlich alles. Na gut, das ist jetzt wieder der Vorführeffekt. Ihr könnt auf jeden Fall viele Sachen in eure Leiste packen. Also manche könnt ihr halt so reinziehen. Aber ihr könnt es auch ganz einfach machen. Ihr macht einfach Rechtsklick drauf und dann seht ihr hier entweder könnt ihr es benutzen, mit sich selbst benutzen oder den Hotkeys zufügen. So, und dann habt ihr halt, wenn ihr das jetzt hier bei der Schaufel macht, ist ja schon drauf, drückt ihr den Hotkeys zufügen und dann könnt ihr halt ganz einfach entweder mit der, bei mir wäre es die 2, oder hier mit Linksklick seht ihr, jetzt habe ich die Schaufel und dann klickt ihr einfach links auf den dementsprechenden Erdhaufen und dann buddelt ihr, was das Zeug hält. So, das jetzt nur mal dazu. Und das könnt ihr übrigens mit fast allen Gegenständen machen, also die so in die Leiste zu ziehen. Wird euch zwar am Anfang so gesagt, aber ich erwähne es jetzt trotzdem hier nochmal. Denn ich hab's, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang auch leicht übersehen. So, und jetzt haben wir hier, seht ihr jetzt, also umschauen schon laut, lohnt sich immer. Jetzt haben wir hier eine Kiste. Oh, mit einer Rohrbombe, das ist natürlich sehr nett. Ich nur gerade mal gucken, wer könnte die denn. Oh, die kann jeder benutzen, ist natürlich super. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt den Mili in die Hand drücken. Die geben wir mal hier unserem kleinen Wissenschaftler, weil der sehr. So, und jetzt. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Also jetzt gehe ich einfach hier hin. Ach, die ist zum Anlegen. Okay, jetzt habe ich was Blödsinn erzählt. Die nehmen wir jetzt mal als Sekundärwaffe als Beispiel. So, und jetzt habt ihr hier noch die Rohrbombe mit dabei. Könnt ihr auch als Primärwaffe nehmen. Würdet ihr jetzt hier mit der Rohrbombe. Die werde ich mir natürlich jetzt festhalten. Man weiß ja nie, was so kommt. So, und jetzt schauen wir uns natürlich mal hier die Höhle an. So, vorher auch ganz wichtig, wenn ihr,
ist jetzt die Aufnahme. Wenn ihr euch irgendwo unsicher seid, immer vorher lieber 5000 Mal speichern, als wenn ihr euch dann hinterher schwarz ärgert. So, und wir sehen hier auch schon, da ist eine Kiste. So eine Kiste ist doch mit Sicherheit nicht unbewacht. Da hinten ist eine Statue, aber wir schauen uns jetzt erstmal hier die Kiste an. Ein Toaster. Ah, okay. Wir haben auf jeden Fall, ich werde jetzt mal versuchen, hier mit meinem Scharfschützen, mit der mechanischen Reparatur, das geht nicht. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht und kann die hier auch nicht. Es gibt durchaus eine Fertigkeit und die werde ich mir dann auch am besten mit meinem Techniker noch skillen. Es gibt hier die Fertigkeit, ich zeige euch das mal kurz, Toaster reparieren. Na klar, jetzt posaune ich hier rum, jetzt finde ich sie nicht. Da, Toasterreparatur. Ist natürlich, da wir natürlich hier oder mit unserem Scharfschütze, weil der Scharfschütze kann ja generell schon Mechanisches reparieren, wird sich zeigen, ich werde es auf jeden Fall mit einem skillen und dann ist die Stelle hier schon mal vorgemerkt. Das werde ich mir dann bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal anschauen. Na. Jetzt werden wir mal diese Statue untersuchen. Oh, das ist natürlich super. Plus ein Fähigkeitspunkt. Haben wir jetzt von dieser Statue erhalten. Das ist jetzt natürlich mega, denn jetzt können wir natürlich, also wenn es so gewollt wäre, werde ich jetzt einfach mal hier mit meiner Technikerin werde ich dann jetzt einfach mal. Nein, werde ich nicht. Ich nehme es zurück, kostet 2 Fertigkeitenpunkte. Gut, dann werden wir jetzt nicht den Toaster reparieren. Ja, das ist natürlich schade. Aber ich könnte jetzt natürlich. Ich mache es jetzt einfach, um euch es mal zu zeigen. Ich nehme jetzt einfach mal mit meinem Sanitäter. Nehme ich das jetzt einfach mal mit. Auch wenn ich den jetzt eigentlich woanders reinsetzen würde, aber würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Also jetzt haben wir hier mit dem Sanitäter, wie ihr seht, haben wir jetzt hier Toaster reparieren. Dann klickt ihr da drauf. So, 77%. Sollte klappen. So, dann schauen wir mal, was dann passiert. Wir reparieren den jetzt mal. Und da haben wir eine Sprühfarbe. Naja gut, wer weiß, was so eine Sprühfarbe später noch bringt. Schauen wir mal. Dann verlassen wir erstmal hier die Höhle wieder. So. Und dann. Ja gut, dann schauen wir jetzt hier mal, wie gesagt, wir schauen uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen um. Dass wir hier irgendwas übersehen. Und hier sehen wir auch direkt schon, da steht, ich drehe mal die Kamera ein wenig, meine Güte, da steht eine Kiste. Ja, da schauen wir doch mal rein. Ach, das ist natürlich, oh, das ist natürlich super. Ein M40 Scharfschützengewehr, Kohle, also Kohle, Geld, ne, bla. Und Munition. Finde ich jetzt natürlich traumhaft. Oh, und ich glaube, das ist sogar besser wie das hier. Die Scharfschützenmuni kriegt er natürlich auch noch, ganz klar. Und jetzt fällt mir da mal ein, was ein, jetzt wollte ich doch mal probieren. Ja gut, die kann er jetzt natürlich als sekundär tragen, logisch. So, jetzt haben wir hier, wie ihr seht, das Scharfschützengewehr. Ist natürlich super, hat mehr Schaden. Seht das, gleiche Trefferchance, gleich Crit. Hat natürlich eine höhere Chance auf Ladehemmung. Hat eine höhere Reichweite. 2 Patronen mehr Kapazität. Auch 3 Durchschlagskraft. Macht mehr Schaden. 1,1 mehr DPS. Und braucht nur 6 AP pro Schuss. Ja, das ist natürlich ganz klar, das werden wir jetzt erstmal hier austauschen. Und hat auch schon direkt von Haus aus die Patronen drin. So, und jetzt muss ich doch mal hier schauen.
Und hier seht ihr übrigens, genau das wollte ich doch mal vorführen. Hier seht ihr jetzt übrigens, jetzt würde ich natürlich gerne mal was probieren. Wenn ich die jetzt auseinandernehme, dann haben wir jetzt hier einen Teil einer zerstörten Waffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man das später dann irgendwie noch mit Klamotten bauen kann. Aber das wird sich dann zeigen. Okay, jetzt hier. Aber wir werden es jetzt erstmal, weiterziehen hier. Wir werden uns noch ein bisschen umschauen, ob wir hier noch irgendwo was finden. Aber ich glaube, ich hatte hier beim letzten Mal die Karte schon ziemlich durch. So, genau, hier waren wir schon. Das ist gut. Dann werden wir jetzt erstmal weitergehen. So, also wie gesagt, wir werden uns jetzt erstmal... Ich werde mich jetzt erstmal hier in Richtung... Ja, das ist die falsche Richtung. In Richtung Weltkarte begeben. Denn, wie schon erwähnt, wir haben hier ja noch den Auftakt mit den zwei Funktürmen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal zur Agrarstation. Mal gerade schauen, wo die... Zur Weltkarte zurück hier. Denn hier haben wir jetzt soweit alles erledigt, was wir erledigen können. Dann werden wir jetzt erstmal weiterschauen. So, zurück zur Weltkarte. Ja, da kommt sie schon. So, und dann begeben wir uns jetzt erstmal wieder. Denn ihr seht oben, also, das kann ich jetzt auch mal kurz zeigen, oben lang wird mit Sicherheit, ja, ist alles verseucht. Also es gibt hier auf jeden Fall, kann man sich einen Strahlenschutzanzug besorgen. Oh, wir kriegen einen Funkspruch rein. This is Tidepool. We are under attack. I repeat, we are under attack. Jetzt wird Tidepool angegriffen. So, jetzt. Ja, dann werden wir jetzt mal schauen. Oh, aber wie ihr hier schon seht, das ist eine ganz ungünstige Ecke. Also da gehen wir jetzt erstmal nicht lang. Es gibt später, kann man sich so einen Strahlenanzug besorgen. Also wir haben jetzt, deswegen muss ich mich jetzt mal kurz zurückhalten, wir haben, ja, jetzt werden wir auch noch angegriffen, wir haben jetzt einen Funkspruch erhalten von der Agrarzentrale. Wie ich bereits erwähnt habe, ist einer der zwei Funktürme steht da, an die wir einen Funkverstärker anbringen müssen. Und so, jetzt werden wir mal schauen, jetzt wurden wir hier angegriffen. Was haben wir denn hier? Da werden wir jetzt erstmal hier mit unserem Scharfschützen hinlangen. Und wie ihr seht, 67% Trefferwahrscheinlichkeit, das schauen wir mal. Er war schon mal gut. Und dann geben wir ihm direkt noch einen mit. 69%. Na, der war nicht ganz so gut. So. Dann werden wir mal schauen. Also ich muss sagen, ich habe hier mittlerweile so eine ganz eigene... Also ich werde mit meinem Melee grundsätzlich nicht mehr allzu weit weggehen. Denn man kann sich hier natürlich einfach machen und den Gegner einfach kommen lassen. Jetzt ist meine Waffe schon wieder verklemmt oder immer noch.
Und ihr seht, jetzt kommt er nur in Melee-Reichweite und das ist natürlich eigentlich genau das, was wir haben wollen. Jetzt kommt er noch. Oh Gott, jetzt kommen noch 4 Stück. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt werden wir erstmal hier auf den noch eine Breitseite knallen. Ja, und nicht treffen, ist natürlich auch schön. Ein Stück zurückziehen. So, jetzt werden wir natürlich auf den schon angeschlagenen gehen. Und den nicht treffen. Okay, die sind auf jeden Fall C. Er hat immer noch Ladehemmung. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, denn ist ja unser Sanitäter. Da werde ich jetzt einfach mal schauen, dass ich ihn ein bisschen hier im Hintergrund halte. Ja, Leute, also wie ihr seht, ist teilweise die Treffsicherheit ist jetzt nicht so grandios. Und die gehen jetzt hier auf den Melees, klar. Ist aber auch im Prinzip so gewollt. Oh Mann. So, jetzt werde ich gleich mal schauen, dass ich mit meinem Sanitäter da in die Richtung komme. Das fehlt mir jetzt auch noch, dass der hier umgehauen wird. So, jetzt mal bitte den schon mal umhauen. Oh mein Gott. Darf doch eigentlich nicht wahr sein, oder? Ja, und jetzt mal bitte einen umhauen. Sehr gut. So, und jetzt werde ich mich ein Stück zurückziehen. Denn da muss mein Heiler gleich nicht so weit laufen. Der nämlich jetzt am Zug ist. So, und jetzt werden wir mal schauen. Wenn wir dem erstmal hier eine Heilung drüber ziehen. Denn das ist eine Sache, die können wir uns gar nicht leisten, dass der hier irgendwie hops geht. Ah, der hat immer noch Ladehemmung. Also jetzt müssen wir schön auf unsere Sanität aufpassen. Ich versuche jetzt einfach mal hier mit der. Er ist natürlich ganz stark. Ich kann es nochmal versuchen und treffe auch. Ah ja, immerhin. Gut, dann werden wir auch ein bisschen in den Hintergrund ziehen. Und genau das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. So, und jetzt stehe ich mit dem Scharfschützen natürlich überall zu nah dran. Das ist natürlich ganz bescheiden. Müssen wir uns mit dem mal hier ein bisschen aus dem Staub machen. Ist natürlich traumhaft. Jetzt werden wir uns erstmal hier den Angeschlagenen wieder vorknöpfen. Treffen ihn auch, aber nicht genug. Oh Mann. Das ist jetzt natürlich. Muss ich mal zusehen, dass ich mich mit meinem Heiler ein bisschen aus dem Staub mache, weil das muss ich jetzt gar nicht haben. Kann mich dann noch direkt selbst einmal kurz hochheilen wieder. So, die steht mir da jetzt auch ein bisschen zu viel im Nahverkehr, aber wir suchen jetzt trotzdem mal. Und die hat jetzt auch noch Ladehemmung. Besser geht's natürlich nicht. So, aber das ist jetzt eigentlich das Szenario. Ja, das jetzt nicht. Jetzt gehen die auf meinen Scharfschütze. Also das habe ich jetzt. Das war jetzt eigentlich, finde ich jetzt auch nicht so pralle. Aber absolut nicht. Jetzt versuchen wir dem mal nochmal mitzugeben hier. Jetzt ist natürlich das Problem, jetzt muss ich natürlich zuschauen, dass ich am besten den hier erstmal weggehauen kriege. Jetzt triff ihn auch bitte. Oh mein Gott, das ist echt nicht normal. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal hier meinen Melee hochheilen. Denn wenn der mir hops geht, habe ich echt ein Problem. So, und jetzt werde ich natürlich zusehen, dass ich mich mit dem Heiler erstmal irgendwo hinten in die Ecke stelle.
Sie hat jetzt Ladehemmung. Mein Gott, das ist natürlich auch Mist. Also wir wollen jetzt, versuche ich natürlich, dass die Gegner hier möglichst viel laufen müssten. So, wir uns jetzt mal hier ein bisschen schützend hinstellen. Okay. So, mein Melee ist wieder voll, das ist natürlich super. Wie ihr seht, mein Scharfschütze ist ziemlich angeschlagen, ist schlecht. Oh Mann, ey. Ja gut, jetzt habe ich im Prinzip... Jetzt habe ich auch Schwein gehabt. So, jetzt müssen wir mal zusehen, dass ich den hier wegknall. Geht ja... Mann, und jetzt trifft er ihn wieder nicht. Ich werde nicht mehr. Ach, danke schön. So, jetzt ziehen wir uns mit dem hier ein Stück zurück. Hat den ganz einfachen Hintergrund, dass ich jetzt sofort die Heilung ansetzen kann. So, und jetzt werden wir direkt hier... Ach, zu wenig Aktionspunkte verflucht. Können wir jetzt leider nicht machen. Naja, gut. Dann versuchen wir wenigstens... Er hat auch Ladehemmung. Ja, vermisst ihr. So, jetzt haben wir hier natürlich... Sie hat auch Ladehemmung. Ist natürlich traumhaft. Ist ja gerade Traumszenario. Ah. Einfach mal nachladen. Dann schauen wir mal. Was für ein Treffer. Das ist schon mal sehr gut. Okay. So, jetzt wollen wir hier auch nochmal gucken. Der hat nämlich auch nicht mehr viel Muni. Mal nachladen. So, da sind wir... Ah, nicht genügend AP. Okay. Will ich jetzt erstmal ein Stück nach hinten gehen mit dem. Also seht, ihr könnt auch natürlich im Kampf nachladen. Ah, jetzt gehen die natürlich auf meine Sanität. Ah. Erstmal den hier aus dem Gefecht, der ist im Verkehr ziehen. Ah! Hervorragend. So, jetzt stellen wir uns mal hier direkt wieder hin. So, jetzt muss ich natürlich schauen. Den Sanitäter hochholen. Mein Scharfschützen hochholen. Ein Stück nach hinten. Und jetzt werden wir uns mit ihr... Wir schießen einfach mal drauf. Ja, und schießen vorbei. Also jetzt werde ich mich mit der erstmal ein bisschen im Staub machen, weil die ist schon leicht angeschlagen. Stimmt's mal hier bei der Sanitäterin, dem Sanitäter hin. So, und er ist jetzt wieder voll am Start. Mit 67% Trefferwahrscheinlichkeit. Oh mein Gott, da hast du einen. Das ist natürlich traumhaft. So, jetzt ist aber nur noch ein Mob da, das ist jetzt nicht so tragisch. Den werden wir jetzt auch noch klein kriegen. Gesagt. So, jetzt will ich mal Mili wieder hier hin. Und jetzt kann man... Also wenn er umfällt, finde ich jetzt ehrlich gesagt noch wesentlich schlimmer. So, jetzt haben wir hier Ladehemmung. Ladehemmung, dann werden wir mal kurz... Ja, nachladen ist nicht. Ja, und für die Knarre habe ich keine Munition mehr. Ändert. Wenn man Ladehemmung hat, einfach mal umschmeißen. Zack. So, das war ein Treffer, das ist schon mal sehr gut. Und noch ein Treffer. Ja, das sieht doch schon... Das sieht doch hervorragend aus. So, jetzt haben wir den mit dem Scharfschützen noch einfach braten hier. Der ist ja traumhaft. Mein Gott, ist der traumhaft. Ich werde nicht mehr. Ein Stück zurückziehen. Wahnsinn. Na gut, die holen wir gleich wieder hoch. Jetzt muss ich ja erstmal zusehen, dass ich den jetzt umgehauen kriege. Oh mein Gott, jetzt hat der noch wirklich zwei. So, jetzt können wir hier mit der Chirurgenfertigkeit. Ja, natürlich mit dem dementsprechenden Item. Werde ich den jetzt hochholen und in der Zeit kann der Scharfschütze mal das Vieh weghauen. Hervor. So. So. Jetzt werde ich mal kurz hier
Oh, hab ich keine Objekte mehr für. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen mies. Keine Schmerztabletten und nichts mehr. Ja, sehen wir mal, was die hier so, Gott, was da so ein Loot haben. Ist natürlich traumhaft. Tja. Na ja, gut. Wenn wir jetzt mal erstmal weiterziehen hier. Jetzt schauen wir uns wieder ein bisschen um. Ob ich jetzt nicht glaube, dass hier großartig noch was ist. Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um. Ja, jetzt haben wir hier, also ihr habt jetzt schon gesehen, der Kampf, der ging jetzt wirklich ein bisschen länger. Ich muss kurz die Kamera ein Stück drehen. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen lange aufgehalten, wollte ich gar nicht. Aber gut. Mal wieder die zusehen, wo hier der Ausgang ist. Und schauen, wo jetzt hier. Also ihr habt es dann immer generell, dass irgendwo dann die Weltkarte ist. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier wieder die Weltkarte. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt nicht zu fassen. Und da haben wir sie. Da ist die Weltkarte. Gut. So. Jetzt habe ich natürlich keine Versorgung mehr. Das ist natürlich ein bisschen mager. So, aber wir versuchen jetzt natürlich immer noch. Ja, wir versuchen jetzt natürlich, wie gesagt, hier zu dem Agrarzentrum zu gelangen. So, der hat nichts Neues für uns. Da werde ich dann aber dann, da wir uns jetzt so lange mit dem Kampf hier aufgehalten haben, da werde ich dann in der nächsten Folge zu kommen. So, dann machen wir hier erstmal Schluss. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal zu einer weiteren Folge Wasteland 2. Tschüssingen!